this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute wieder mal in Zusammenarbeit mit Viktor. Es geht nämlich um die nächste Lesung in dem fantastischen Buch, das er übersetzt hat. Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Heute ist Sonntag, der 5. August, beinahe Viertel nach 8 Uhr abends. Und da haben wir uns eingefunden, um das vierte Kapitel heute zu lesen in diesem wunderbaren Buch, dass der Viktor bis jetzt, ich weiß nicht, wie weit bist du eigentlich mit deiner Übersetzung? Kannst du ja gleich mal den Leuten erzählen. Erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung und erzähl mal so ein bisschen über deine Arbeit, Viktor, weil schließlich, du kommst bei den Sendungen immer so wenig an Wort und ich möchte dir auch mal eben ein wenig eine Gesprächszeit einräumen, sonst sagen die Leute von der Jörg lädt zwei Leute ein, aber er spricht doch immer alleine. Also herzlich willkommen. Ja, hallo, moin, moin. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein wieder mal darf. Und ja, was soll ich jetzt eigentlich großartig erzählen? Also ich fand jetzt eigentlich, dachte ich, weil das jetzt kommende Kapitel jetzt eigentlich auch nicht so uninteressant ist, aber gut, gerne gebe ich mal so ein bisschen Einblick. Gerade zur Zeit, also ja, bin ich bei Kapitel 6, noch nicht ganz fertig. Ja, es ist weiterhin auch nicht uninteressant, das Buch. Also, wie du schon erwähnt hast, das ist echt ein klasse Werk, was der Autor da abgeliefert hat. Wenn man auch immer noch bedenkt, den Hintergrund und die Zeit, zu der das veröffentlicht wurde. Ja, so macht das doch auch, ja, weiterhin doch auch gewisserweise Laune, da weiter dran zu, an der Übersetzung zu arbeiten. Und, ja, ansonsten wüsste ich jetzt gerade eigentlich nichts, was ich jetzt noch sagen sollte. No, dann schweigst du halt, dann antwortest du, wenn ich dich also was ich, frage. Also, was ich jetzt vielleicht noch sagen könnte, was ich sehr toll fand, dass einige Leute sich dann doch auch ja sehr aufrichtig und ehrlich auch kommentiert haben. Das wollte ich jetzt vielleicht noch anmerken. Also das fand ich auf jeden Fall auch doch sehr schön, dass sich da doch viele beteiligen und sich die Videos ansehen und hoffentlich auch weit verbreiten. Das soll ja auch Sinn und Zweck sein. Ja, nee, ansonsten gerne. Können wir auch mit der Lesung dann fortfahren. Ja, direkt. Das, was du sagst über die Kommentare, Viktor, da muss ich dir zustimmen. Ich habe ja heute am Sonntag den dritten Teil hochgeladen von der Lesung, die wir hatten im zweiten Kapitel, die Jesuiten und die Protokolle der Weisen von Zion. Und in diesem dritten Teil, den ich also heute am Sonntag hochgeladen habe, habe ich also einige, selbst zu meiner Überraschung, so positive Kommentare bekommen, die ich selten bekomme. Das hat mich sehr positiv überrascht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und es geht mir nicht darum, dass ich Leute brauche, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, was für ein toller Typ ich bin für die Arbeit, die ich mache, weil das ist nicht meine Arbeit. Der Herr hat mich ausgewählt als sein Medium, um diese Arbeit zu machen, um dafür zu sorgen, dass Leute, die das nicht kennen, mit dieser Wahrheit konfrontiert werden können. Es geht nicht um mich in dieser Hinsicht. Aber der Herr gebraucht mich dafür natürlich und das ist schön. Und dann ist es auch mal schön, wenn es da einen Kommentar gibt, wie einer, den ich gelesen habe. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, was er gesagt hat, aber er meinte so, ich komme aus der wissenschaftlichen Welt und in der wissenschaftlichen Welt ist es immer so, dass man eine Theorie beibehält, bis eine bessere Theorie die alte Theorie ablöst, weil sie besser fundiert ist, weil sie neuere Erkenntnisse hat. Oder weil sie eben auch beweist, dass die alte Theorie verfälscht ist. Und eure Arbeit, damit meint er dich, Viktor, und mich, zeigt ganz deutlich auf, dass die logische Schlussfolgerung, die ihr zieht, aus den Protokollen der Weisen von Zion, dass das nicht die Juden waren, sondern die Jesuiten, eine logische Schlussfolgerung ist und daher eine, zwischen Anführungszeichen, neue Theorie oder eine neue Wahrheit darstellt. Fand ich mal sehr schön von jemandem, der sich eben bezieht auf, zwischen Anführungszeichen, die Wissenschaft und nicht mal auf die Bibel oder sowas beruft, sondern meint, ich bin einer, der geht da wissenschaftlich ran. Ich meine, jeder kann da rangehen, wie er will. Ob er da wissenschaftlich rangeht oder mit der Bibel, das ist mir im Grunde egal. Wobei ich immer anrate, das aus der Sicht der Bibel zu tun. Weil die wissenschaftliche Sicht, von der man ja auch so spricht, das ist die Sicht, die man auch die Sicht der Erkenntnis nennt oder die gnostische Sicht. Und das ist die, die damals von den Jesuiten eingeführt wurde mit dem Ratio Studiorum, wo sie das Lernen gegen das Lernen gestellt haben, nämlich das Lernen aus der Bibel gegen das gnostische Wissen gestellt haben. Und
natürlich gesagt haben, die Bibel muss keiner lernen, sondern dass der Gnostizismus, die Erkenntnis der Menschenlehre ist alles, was die Menschen lernen müssen. Und seitdem bauen sie ihr ganzes Ausbildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität eben genau auf diese Pfeiler auf. Mir persönlich ist es natürlich lieber, wenn die Leute die Bibel als Basis nehmen. Aber wenn so eine Person, wie der mir darauf kommentiert hat, aus der anderen Sicht zu derselben Erkenntnis kommt und sich so, ich sag mal, unvoreingenommen damit beschäftigen kann, dass er sagt, das, was ich da bis jetzt drüber gehört habe, macht keinen Sinn, sondern das, was jetzt hier bei diesem Video erzählt wird, das macht Sinn, dann finde ich das auch in Ordnung. Und von daher möchte ich mich mal für diese positiven Kommentare bedanken. Ich habe die letzten Tage viel Videos hochgeladen. Ich hatte gestern den zweiten Teil von den Protokollen hochgeladen am Samstag, am Sabbat. Und das war heute Morgen am Sonntag fast 800 Mal angeschaut. Dann habe ich gleich den nächsten Teil hinterhergeschmissen. Und der ist inzwischen auch schon über 300 Mal angeschaut seit heute Morgen. Und das zeigt mir doch, dass in Deutschland auch ein gewisser Hunger für diese Wahrheit da ist. Etwas, was ich vorher schon ganz stark vermutet hatte und was ich ja auch schon mit von Babylon nach Rom gesehen hatte, wie die Lesung verfolgt wurde und Herrscher des Bösen später und auch alle Wege führen nach Rom. Die verborgene Geschichte der Jesuiten, all diese deutschen Lesungen, die ich gemacht hatte, wurden ja wunderbar angenommen bei den Lesern, bei den Zuschauern besser gesagt. Und mich freut, dass auch dieses Buch so gut ankommt. Und wie Viktor gerade sagte, das Buch hat in total 12 Kapitel, er ist jetzt im 6. Kapitel, um es zu übersetzen. Wir nehmen heute den ersten Teil des 4. auf. Und ich kann euch sagen, einigen Leuten von euch wird Hören und Sehen vergehen, wenn sie hören, was wir heute in diesem Kapitel vorzulesen haben. Ich muss noch mal ein paar Fehler zurechtsetzen. Ich habe heute Mittag mit meiner Mutter den Teil geguckt, den ich heute hochgeladen habe auf YouTube. Da ist mir unter anderem der Fehler unterlaufen, dass ich sagte, Jesus wurde in Nazareth geboren, ging dann nach Ägypten und ist dann in Bethlehem aufgewachsen. Es war natürlich genau umgekehrt. Er ist in Bethlehem geboren, nach Ägypten gegangen, um der Kinderermordung unter den Römern zu entgehen und ist dann in Nazareth aufgewachsen. Deswegen spricht man auch von Jesus, dem Nazarener. Und ich hatte noch eine andere Sache, die ich da verkehrt gesagt hatte und da komme ich jetzt wieder mal nicht drauf. Wenn es mir später einfällt, werde ich das später nochmal zurechtziehen und das rechtsetzen. Aber das kann eben passieren, weil die meisten Kommentare, die ich bei diesen Lesungen gebe, sind nicht vorbereitet, nicht geskriptet, sondern fallen mir in dem Augenblick so ein. Und dann kann es schon mal passieren, dass man eine geschichtliche oder sonstige, einen sonstigen Fakt mal irgendwie durcheinander bringt und falsch wiedergibt, wofür ich mich dann natürlich nur entschuldigen kann. Übrigens hat mich keiner auf diese Fehler angesprochen, also sie sind einigen Leuten anscheinend noch nicht mal aufgefallen. Oder es war nicht nötig, darauf zu kommentieren, und das finde ich im Grunde auch. Jeder kann sich mal mit solchen Sachen irren. Das ist ja keine Absicht, dass ich da irgendwie Falschinformationen jetzt verbreite. Auf den anderen Teil, wie gesagt, komme ich vielleicht gleich noch drauf. Im Augenblick ist der mir entfallen. Nun, ah ja, richtig, da ging es um das Zitat. Man muss nur mal richtig nachdenken, dann kommt man drauf. Da ging es um das Zitat, das der deutsche Kaiser damals gemacht hatte aus seinen Memoiren, dass er meinte, in einer Audienz mit dem Papst Leo dem 13. hätte der ihm gesagt, Deutschland solle das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden. Und ich hatte damals gesagt, das ist ein Zitat aus Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Nee, das ist nicht richtig. Das Zitat kommt aus diesem Buch, Hinter den Diktatoren. Und wenn ich mich nicht irre, sogar in diesem Kapitel, was wir jetzt lesen. Nur, ich hatte damals, als ich Behind the Dictators, also im Englischen, gelesen hatte, habe ich dieses Zitat natürlich im Hinterkopf behalten, gesagt von, ey, das ist aber für die Deutschen wichtig, um zu wissen. Und habe das dann natürlich auch in die Lesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris mit eingearbeitet und hatte vergessen, dass es aus diesem Buch kommt, Hinter den Diktatoren, aber es kommt hier raus. Ja? Also das setze ich dann auch mit hier eben zurecht. Gut, Viktor, wenn du weiter nichts hast, wovon ich mal ausgehe, dann werde ich jetzt das PDF öffnen und dann sage ich, lasst uns mal anfangen. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, die ich hier neben dem Text auch einblenden werde, die ihr hier unten jetzt auf dem Bildschirm kurz seht. Aber das große Bild, das ihr hier seht, das ist der Film BTD 4 MP4, das ist also Behind the Dictators Nummer 4, das heißt, das ist dasselbe Kapitel, die Lesung in Englisch, die ich damals gemacht hatte. Und was die Lesung in Englisch damals mit der Lesung in Deutsch hier heute gemein hat, ist, dass ich damals auch einen Gast bei meiner Lesung dabei hatte. Und damals war es im Englischen Brad Norman, der mir Gesellschaft geleistet hat und mit mir das Kapitel hier gelesen hat. Und deswegen hat das Video auch eine knappe Stunde gedauert, war damals bis zu dem Zeitpunkt das längste.
der vier Videos, das ich da produziert hatte. Und heute habe ich halt den Viktor an meiner Seite. Finde ich schön. Und ich lasse das Video nebenbei laufen, natürlich ohne Ton. Und so seht ihr das andere Video. Und hier und da blende ich dann, wenn es nötig ist, auch mal Bilder ein. Dann kann ich das Video eben stoppen und dann können wir Bilder einblenden. Aber so habt ihr noch ein bisschen Unterhaltung neben dem PDF, was ich jetzt anfange zu lesen. Denn das Kapitel 4 hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, heißt die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Europas Tragödie ist nach katholischer Auffassung auf die Auflösung des großen päpstlich kontrollierten Staatenbundes zurückzuführen, verursacht durch die protestantische Reformation. Seither, also seit der protestantischen Reformation, Anfang der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts, sind alle Bemühungen der katholischen Kirche auf die Arbeit der Gegenreformation gerichtet, um die politische und soziale Ordnung der vorreformatorischen Zeiten wiederherzustellen. Und jeder, der meinen Kanal ein wenig verfolgt, weiß, dass die Jesuiten nichts anderes bezwecken, als dafür zu sorgen, um den Zustand von vor der Reformation wiederherzurichten. Die neue Weltordnung ist nichts anderes als die alte Weltordnung wiederhergestellt. Und diese alte Weltordnung ist das, was wir vor der europäischen Tragödie nach der Meinung des Autors hier hatten. Nämlich dieser päpstlich kontrollierte Staatenbund. Im Bild in dem anderen Video seht ihr gerade den Marschall Foch. Das ist derjenige, der Chef der Alliierten war im Ersten Weltkrieg und 1919 die Aussprache getätigt hat, was wir hier in Versailles unterzeichnen, ist kein Friedensvertrag, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Und genau 20 Jahre später, 1939, brach der Zweite Weltkrieg los. Überraschung, Überraschung. Gut, diese Staatsordnung, fährt der Autor fort, war hierarchisch. Ja? Die Staatsordnung aus dem dunklen Zeitalter. Sie war nicht demokratisch organisiert und wurde an der Spitze durch die Souveränität von Papst und Kaiser in einer Person repräsentiert. Jetzt sagt ihr von, Moment mal Jörg, das Heilige Römische Reich hatte immer einen Kaiser und einen Papst. Das ist doch in zwei Personen. Naja, dazu muss ich euch mal eben sagen, wenn wir hier... Komm mal her, in die Bilder für die Videos gehen, dann nehme ich mal eben das Bild von Hot, ups, die Hut, Hot 30. Das ist das Bild aus der Aussendung aus Hour of the Truth Nummer 30 und dann seht ihr hier dieses Bild, All Hail Caesar, also alle Heil an Caesar. Papst Pius IX. In seinem Discorsi, das ist ein Schriftstück, das er veröffentlicht hat in den 1860er Jahren, auf Seite 253 sagte, Zitat, der Cäsar, der euch nun anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Ende Zitat. So gut, wie ich das aus dem Englischen übersetzen kann, wo es heißt, The Caesar who now addresses you and to whom alone are obedience and fidelity due. Ich denke, das war ganz gut übersetzt soweit. Der Papst ist zwei Personen in einer Person. Er ist nämlich sowohl das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, also geistiges Oberhaupt, und er ist auch König aller Könige. So behauptet er zumindest. Der wahre König aller Könige, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, ist natürlich derjenige, dessen Platz der Papst hier auf Erden meint zu usurpieren, nämlich Jesus Christus ist Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords, also König der Könige und Herr der Herren. Ja? Also geistig und weltlich unser Oberhaupt. Aber der Papst behauptet das von sich selber. So, und weil der Papst das von sich selber behauptet, können wir natürlich davon ausgehen, dass wenn der Autor hier schreibt, die Staatenordnung war hierarchisch und wurde an der Spitze durch die Souveränität von Papst und Kaiser in einer Person repräsentiert. Nun, der Papst hatte natürlich, obwohl er sich selbst halt Cäsar, was nichts anderes heißt als Kaiser, nennt, einen anderen Kaiser eingesetzt, um die, ich sag mal so ungefähr, die täglichen Geschäfte wahrzunehmen. Aber der Kaiser war vom Papst eingesetzt und ein Kaiser, den der Papst einsetzt,
kann der Papst auch wieder absetzen. Und da gibt es ja verschiedene Beispiele von. Und ich möchte da jetzt gar nicht drauf groß eingehen, aber es gibt ja zum Beispiel die Geschichte vom Gang nach Canossa. Na? Wie ihr vielleicht euch erinnert, von Heinrich IV., der zur Zeit von Gregory dem VII., wenn ich mich nicht irre, Hildebrand 1000 irgendwann 70er Jahre oder so, meinte, er könnte die Bischöfe einsetzen nach seinem Gutdünken, und der Papst gesagt hat, nee, mein Junge, und deswegen setze ich dich jetzt unter den Kirchenbann und dein ganzes Land unter den Kirchenbann. Und dann hat der Kaiser klein beigegeben und ist zu Kreuze gekrochen, indem er barfuß über die Alpen nach Canossa ging, mitten im Winter mit seiner Frau und seinem Kind, und sich beim Papst angeboten hat und entschuldigt hat. Und der Papst hatte dann, nachdem er ihn tagelang draußen in der Kälte hat warten lassen, nichts anderes zu tun, als er dann endlich reinkam, um seinen Fuß auf den Nacken des Kaisers, der am Boden lag, zu setzen, um deutlich zu machen, wer hier die Macht hat. Also von daher, ganz richtig, sagt Leo Herbert Lehmann in diesem Satz, die Staatsordnung wurde an der Spitze durch die Souveränität von Papst und Kaiser in einer Person präsentiert. Die Union von Kirche und Staatsgewalt als Schlüssel zum Regieren. Staat und Kirche sind eins. Und das ist genau das, was die große Gefahr ist. Und das ist genau das, was dafür gesorgt hat, dass wir das dunkle Zeitalter hatten, die 1260 Jahre der Regentschaft des Antichristen. Da die Kirche und der Staat eine Union waren. Genau das, was Martin Luther in seinem Schreiben 1520 an den deutschen Adel des christlichen Standesbesserung angeklagt hat, dass die Kirche meint, dass ihre geistige Gewalt über der weltlichen Gewalt stehe und von daher Kirche und Staat eins sind. Möchtest du was sagen, Viktor? Ja, pass auf, wie gut das doch diese Flagge vom Vatikan irgendwie wie so widerspiegelt, ne? Ja. Ja, warte, ich nehme da eben mal das Bild rein. Erzähl mal weiter. Ja, nee, die zwei Schlüssel, ne, und die so zusammen verwoben sind mit diesem roten, ja, was ist das, so eine Art... ein rotes Lind, ein rotes Band. Ja, genau, ein rotes Band, ne, was, ja, ja. Und du hattest ja auch, glaube ich, an etlichen Lesungen, darauf bist du auch schon eingegangen. Ja. Also ich denke, ich brauche da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber was du vorher sagtest, das spiegelt also diese Flagge wunderbar wieder, ne? Naja, wenn du das schon sagst, ich habe jetzt die Flagge hier ganz groß im Bild, Vollschirm, und dann kann man das sehen, es gibt oben ist diese... Also die Flagge ist in zwei Farben, gelb auf der linken und weiß auf der rechten Seite. Und auf der rechten, auf dem weißen Untergrund sehen wir die päpstliche dreistöckige Krone, die dem Papst Herrschaft gibt über Himmel, Erde und Hölle. Deswegen dreistöckig auf allen drei Plätzen. Und darunter sehen wir die gekreuzten Schlüssel. Das sind die Schlüssel, die so gesagt Jesus an Petrus gegeben haben soll. Ja. Um alles in der Erde, was auf der Erde gelöst ist, durch ihn ist auch im Himmel gelöst, und was gebunden ist auf der Erde ist auch im Himmel gelöst. Er hat ihm die Schlüssel gegeben, und das sind die zwei Schlüssel, die das hier repräsentieren. Und zwar der silberne Schlüssel steht für die zivile, die weltliche Gewalt, und der goldene Schlüssel steht für die geistliche, spirituelle Gewalt. Und diese zwei Schlüssel sind gekreuzt. Der silberne liegt unten, der goldene liegt oben, und sie sind verbunden mit einem roten Band oder mit einer roten Schlinge. Und diese rote Schlinge symbolisiert das Blut, das nötig ist, um die zwei miteinander zu verbinden. Weil freiwillig gibt's das nicht. Freiwillig legt sich niemand nieder dabei, dass die spirituelle, die geistliche Gewalt geregelt. Von daher das rote Band. Übrigens, der Papst, wenn er rote Schuhe trägt, das hat genau denselben Grund zum Ausdruck. Nein, das ist schon ganz richtig, Victor, dass du hier mal die Flagge ansprichst. Habe ich schon öfter gesagt, aber kann man ja durchaus gerne nochmal erwähnen und hier zur Sprache bringen. Ja, ist auf jeden Fall passend. Passt auf jeden Fall. Ja, passt klar. Auf jeden Fall. Und ich denke auch auf jeden Fall, ich denke, niemand geht freiwillig zum Händeküssen nach Rom. Also da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Nee, das ist auf Einladung. Oder so halt, ne? Man wird dazu eingeladen. Ja, ich war damals immer Michael Schumacher-Fan, als ich noch Formel 1 geguckt habe. Aber als ich dann vor ein paar Jahren den Michael Schumacher, den Papst, habe seine Hände küssen sehen, da ist mir fast alles aus dem Auge gefallen. Das glaube ich dir. Ja. Also wer glaubt, dass diese Leute ganz normale Menschen sind, die ein ganz normales Talent haben, solche Leute wie Michael Schumacher zum Beispiel,
Nein. Wenn man sich ein wenig mit diesen ganzen Sachen beschäftigt und mit der Arbeit des Teufels beschäftigt und man weiß von der Musikindustrie und von der Filmindustrie, es ist in der Sportindustrie im Grunde nicht viel anders. Und wenn man natürlich bereit ist, seine Seele an den Teufel zu verkaufen, dann kriegt man eben auch die Resultate dafür. Also mir ist jedenfalls alles aus dem Gesicht gefallen, als ich den Michael Schumacher habe die Hände des Papstes küssen sehen. Gut, aber lesen wir mal weiter. Lass mal das Video hier weiter starten. Die politische und soziale Ordnung, die sich aus der Reformation sowohl in Europa als auch in Amerika ergab, wird von der katholischen Kirche als heidnisch und antichristlich angesehen. Sie nennen es Pseudodemokratie. Ja, ich habe gestern eine interessante Sitzung gehabt, anstatt bei Bibelstudie, weil Brett verhindert war, habe ich 2 Stunden mit Tom Fress telefoniert und wir haben eine Studie gemacht, die ich auch aufgenommen habe, die ich auch veröffentlichen werde in Kürze im Englischen, über das zweite Kapitel, über 2. Thessaloniker, das zweite Kapitel und die Wichtigkeit, die dieses Kapitel in sich hat. Darüber hatten wir gesprochen und da kam auch diese Pseudodemokratie zum Ausdruck. Es gibt diesen Ausdruck, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt de facto und de jure. Ist dir das ein Begriff, Viktor? Ich habe das schon mal gehört, aber das klingt sehr nach, ich weiß nicht, was man wahrscheinlich was mit Gesetzen zu tun, also vielleicht legislative, judikative, sowas, Gewaltenteilung. Ja, de facto und de jure, das hat damit zu tun, zum Beispiel, also eine Regierung, die de facto ist, das ist eine Regierung, die im Grunde eine Regierung ist, aber die nicht vom Papst anerkannt ist. Eine Regierung de jure ist vom Papst anerkannt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Nachrichten immer hören von irgendwelchen Ländern, wo ein Regime ist, das verändert werden muss, also dass eine Regimeveränderung kommen muss, Regime Change, wie sie so schön im Englischen sagen, dann haben wir es mit einer Regierung de facto zu tun. Das heißt, eine Regierung, die zwar eine Regierung ist, die aber nicht die Souveränität des Papstes anerkennt und von daher vom Vatikan nicht anerkannt ist als eine Regierung. Und eine Regierung, die vom Vatikan nicht anerkannt ist als eine Regierung, was können sie damit tun? Die können sie umwerfen. Und woher wissen wir das? Weil wir den Eid der Jesuiten kennen, in dem wir gelehrt haben, dass die Worte INRI, Iustrum Neca Reges Impius, dafür stehen, dass es rechtens ist, um häretische Könige oder Herrscher umzustürzen, aus dem Amt zu heben und zu entsorgen, sage ich jetzt mal. Und das sind eben all diese sogenannten Pseudodemokratien. Das war zum Beispiel der Fall mit Libyen. Das war zum Beispiel der Fall mit Irak und der Saddam Hussein, obwohl der ein 33 Grad Hochgrad Freimaurer war. Das ist zum Beispiel heute noch in Syrien der Fall. Das ist heute in einem Land wie Nordkorea und Iran der Fall. Das sind alles Pseudodemokratien oder Pseudoregierungen, die in den Ländern an der Macht sind, aus Sicht des Vatikan. Das sind Regierungen de facto. Das heißt, sie sind Fakt Regierungen, aber sie sind keine de jure Regierung, also nicht von der Jurisdiktion des Papstes anerkannt. Das ist de facto und de jure. Und daher, da haben wir gestern auch im 2. Thessaloniker deutlich drüber gesprochen. Das war echt ganz interessant. 2 Stunden ging die Aufnahme. Also das werden 2 Videos, die ich davon mache. Und wer Englisch kann, der kann sich das hier gerne mal anhören. Über 2. Thessaloniker 2. Das kommt im Titel vor. Das könnt ihr euch dann raussuchen, wenn ihr das gerne mal hören möchtet. Und da sprechen wir auch eben über diese de facto und de jure Regierungen. Und da kann man natürlich auch später noch darauf eingehen, wenn wir uns mal den Syllabus der Fehler von Papst Pius dem IX. Aus 1864 anschauen, in dem er ja gegen alle Demokratien, Republiken und sonstigen Regierungsformen, also alle Regierungsformen, die nicht, und guck mal hier, da kommt gerade das Bild vom Syllabus der Fehler ins Bild hier von dem Video, wie schön das passt, wo der Papst ja dagegen gewettert hat. Und deswegen habe ich das hier auch stehen. Ach, guck mal an, im nächsten Satz steht das hier, habe ich einen Kommentar zugeschrieben. Dies ist
in allen offiziellen katholischen Schriften zu finden und ist die Handschrift aller päpstlichen Enzykliken. Lest der Syllabus der Fehler, schreibe ich hier in meinem Kommentar, wo wir rechts im Video eben das Bild sehen. Von Pio Nono, also Antichrist Papst Pius IX. Aus dem Jahr 1864, um zu erfahren, was die römisch-katholische Kirche von der Regierung für das Volk, vom Volk durch das Volk, wie die Amerikaner sich auch so schön nennen, basierend auf dem Gesetz Gottes des Schöpfers hält. Ja, was die davon hält. Und da sind zwei Links damit bei, einmal über das Magisterium, den Syllabus der Fehler und auch über die Religionskritik der Syllabus. Die Links gebe ich hier natürlich mit bei. Die sind in dem PDF, das ich auf archive.org veröffentlichen werde, mit dem, was ich hier lese. Da sind die Links drin. Den Kommentar nehme ich raus, aber die Links lasse ich da drin. Das jesuitische Wochenblatt America zum Beispiel sagt uns, dass die Übel unserer heutigen Zeit dieser, Zitat, Pseudodemokratie zugeschrieben werden, die in ihren fernen Ursprüngen heidnisch sind und zu einem unmenschlichen Lohnsystem, einer entwurzelten Arbeiterschicht und einem Pauperismus führt. Pauperismus ist ein anderes Wort für Armut, habe ich letztens gelernt, hat mir eine freundliche Zuschauerin geschrieben, als ich das schon mal bei Griesinger wohl erwähnt habe, das Wort. Pauperismus kommt von Pauper, poor oder Pauper im Französischen, arm. Ja, also was zur Armut führt. Das behauptet die römisch-katholische Kirche, dass in ihren fernen Ursprüngen heidnisch ist. Heidnisch natürlich aus Sicht der römisch-katholischen Kirche. Hier seht ihr übrigens auch das Bild von dem America-Magazin eingeleitet. Das ist das jesuitische, ja, nicht nur irgendein katholisches, sondern das ist ein wirklich, wie hier steht, ein jesuitisches Wochenblatt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt America. Und darin wird das halt geschrieben, dass diese Pseudodemokratie in ihren fernen Ursprüngen heidnisch ist. Also heidnisch heißt, entspringt nicht aus der römisch-katholischen Kirche und zu einem unmenschlichen Lohnsystem führt, einer entwurzelten Arbeiterschicht und einem Pauperismus, also in die Armut führt. Weiter heißt es, Zitat, protestantisch, rationalistisch und nun definitiv antichristlich in seiner Inspiration. Die logische Konsequenz ist der Sozialismus und fordert die Rückkehr zu einer integralen sozialen Ordnung, deren Prinzipien in unserer täglichen Erinnerung noch erhalten sind aus der Zeit des großen mittelalterlichen Experiments. Ende Zitat. Die Zeit des großen mittelalterlichen Experiments. Das ist eine schöne Art und Weise, um, wie ich hier geschrieben habe, in dem Kommentar, so kann man das dunkle Zeitalter der Regierung Satans auch nennen, ne? Die 1260 Jahre, die der Antichrist ja regiert hat. Nur wenige wissen, wie intensiv der Hass offizieller römisch-katholischer Wortführer auf die amerikanische Demokratie ist. Da muss ich vielleicht mal eben etwas zufügen, dann könnt ihr sagen von, ja, Jörg, du hast doch gesagt, dass die Jesuiten die amerikanische Nation gegründet haben. Das kam aus Rulers und of Evil ja ganz deutlich raus. Wenn sie dann diese Freiheit so hassen, warum haben sie es dann überhaupt dann aufgerichtet? Ja, da muss man zurückgehen ins 16. Jahrhundert zu Cardinal Bellarmine. Dieser Cardinal Bellarmine, ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, ist der Verfechter gewesen der Befreiungstheologie. Und wir müssen eben verstehen, dass die römisch-katholische Kirche und vor allen Dingen eben auch die Jesuiten, die ja ab 1540 dann bestanden, immer beide Seiten kontrolliert. Also müssen auch beide Seiten da sein. Auf der einen Seite kontrolliert also die römisch-katholische Kirche natürlich die ganzen Regierungen, die sie selbst in Gang gesetzt hat, die ganzen de jure Regierungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Menge de facto Regierungen, die sie ebenso kontrolliert. Und im Laufe der Zeit werden diese de facto Regierungen de jure Regierungen. Das ist jetzt im Grunde gar nicht mal so schwer zu verstehen. Wir müssen nur eben, ich muss nochmal eben auf den Text hier zurückgehen, dass ich weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Ah ja, mit dem Bellarmine, weil sonst verliere ich meinen Draht hier immer. Das passiert öfter mal, wenn ich so ausschweife. Der Kardinal Bellarmine, das war ein Kardinal. Der hat gelebt zwischen 1500, schlag mich tot, ich weiß nicht, irgendwo Mitte des 16. Jahrhunderts bis Anfang im 17. Jahrhundert und ist der, zwischen Anführungszeichen, Vater der Befreiungstheologie.
aufgrund dem seiner Lehre, die zum Teil auch beruht auf der Lehre von Thomas von Aquin, der lebte zwischen 1224 und 1275, auf dem seiner Lehre beruht die Theologie, dass man eben den Leuten auch eine gewisse Freiheit gewähren kann, solange diese Freiheit kontrolliert ist. Nun, was ist denn kontrollierte Freiheit, Viktor? Aus welcher Sicht jetzt sprichst du jetzt? Ja, das spielt keine Rolle, aber kontrollierte Freiheit ist für mich immer Gefangenschaft. Weil Freiheit heißt keine Kontrolle. Ja, da gebe ich dir recht, definitiv. Ja. Ja, also kontrollierte Freiheit ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber. Aber Cardinal Bellarmine hat diese Befreiungstheologie in die Welt gesetzt und hat damit den Grundstein dafür gelegt, dass damals die Nation der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet werden konnte. Die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche mussten die Kolonien von dem Mutterland England abtrennen, da England protestantisch war. Und sie wollten Macht haben über England. Und sie haben England versucht, in die Knie zu zwingen mit verschiedenen Anschlägen auf Königin Elisabeth, mit dem Babington-Plot und anderen Verschwörungen. Sie haben versucht, England zu überwerfen mit der spanischen Armada und sind kläglich gescheitert. Sie haben versucht, England mit dem Schießpulver-Plot, mit der Schießpulver-Verschwörung 1605 umzuwerfen, hat auch alles nicht geklappt. Ja, und wenn man seinen Feind nicht umwerfen kann, dann muss man dafür sorgen, ihn zu infiltrieren. Infiltrieren hat in England auch nicht gut geklappt. Die Jesuiten sind ständig aufgeflogen, rausgeflogen, verurteilt und hingerichtet worden. Aufgrund dessen, dass sie eben immer Königsmörder waren oder versucht haben, die Regierung und den König umzuwerfen. Und dann hat man gesagt, okay, da müssen wir das eben anders machen. Da müssen wir den Leuten in den Kolonien den Eindruck geben, dass wir sie befreien. Nun, die Kolonien, und ich will da jetzt nicht zu lange drauf abzweichen, ihr könnt ja meine Videos nochmal von Herrscher des Bösen und so angucken, aber nur mal eben zur Verdeutlichung. Die Kolonien waren im Grunde frei, frei im biblischen Sinne, weil damals war römischen Katholiken ein offizielles Regierungsamt zu bekleiden verboten. Bist du noch da, Viktor? Ja. Gut, ja, ich sehe hier kein Skype-Icon mehr bei mir auf einmal, deswegen denke ich, ach so, mal eben, nein, da ich bist. Bin noch da. Nee, okay, das Skype-Icon ist weg, ich weiß auch nicht wieso. Also, was hatte ich jetzt gerade gesagt? Das hat mich jetzt gerade durcheinander geworfen hier, das ist blöde Skype-Ding dann, ich sehe. Du warst bei den, Kolonien, ja, ich war bei den Kolonien, das weiß ich auch, aber was habe ich da jetzt gerade dazu gesagt? Die Kolonien waren im Grunde frei, weil in der Zeit der Kolonien, also als das noch 13 Kolonien waren, war es römischen Katholiken verboten, Messe zu feiern, war es ihnen verboten, öffentliche Ämter zu bekleiden, weil man eben wusste, dass Katholiken ihre Treue schwören an den Papst in Rom, an einen fremden Herrscher und nicht an den Herrscher in dem Land, der da regiert. Amerika hatte ja auch Präsidenten, die Kolonien hatten ja auch schon Regierungen und Präsidenten vor 1776, vor der Unabhängigkeitserklärung und vor 1789, als sie in die sogenannte USA wurden und diese freie Nation angeblich wurden. Und die Befreiungstheologie von dem Bellarmine hat dazu beigetragen, dass die Leute diesen Blödsinn gekauft haben und tatsächlich damals den Unabhängigkeitskrieg geführt haben gegen das protestantische England, um sich davon frei zu kaufen und dann eben frei zu werden. Und haben dabei nicht gemerkt, die normale Bevölkerung dann doch zumindest nicht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden von den Illuminaten. Von den Jesuiten, die sich hinter den Illuminaten versteckten, weil damals waren sie ja bereits verboten, 1773, wie ihr wisst, und von Freimaurern kontrolliert war. Und deswegen eben, dass die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, gegründet wurden von Freimaurern und Jesuiten in der Form von Illuminaten. Mit der Theorie dieser Befreiungstheologie, wo dann so schön gesagt wurde, ja, wir haben jetzt wirkliche Freiheit, wir haben jetzt zum Beispiel Religionsfreiheit. Ja? In Amerika ist ja in den Bill of Rights, ist das ja verankert, in den Zusätzen zur Verfassung, dass der Kongress keine Gesetze machen darf über die Religion. Aber dass eben Religion frei ist, das heißt, man darf jede Religion verfolgen. So, und damit haben die Protestanten im Grunde ihren Vorteil weggegeben, weil in den Kolonien war in der Hinsicht keine Religionsfreiheit, als dass Katholiken unterdrückt wurden. Und warum wurden Katholiken unterdrückt?
weil die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika zu 98% aus Protestanten bestand, die in Europa von den Katholiken unterdrückt und verfolgt und getötet wurden und sind in die neue Welt gezogen, um dort eben die Freiheit zu erfahren, mit der Christus uns frei gemacht hat. Und sie wollten da, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, biblisch leben, puritanisch leben. Deswegen gab es ja auch die Puritaner und es gab so viele Bewegungen und etliche auch wirkliche Bibelbewegungen damals. Es gab viele Leute, die haben wirklich sehr nach der Bibel gelebt, in den Kolonien. Und damit war es vorbei in 1776, weil sie sind den Jesuiten auf den Leim gegangen. Aber eben dafür haben wir diese Befreiungstheologie von Kardinal Bellarmine. So, das ist ein bisschen so der Hintergrund. Und das muss man ein wenig wissen. Weswegen ist also der Hass auf diese offizielle römisch-katholische amerikanische der offizielle Hass auf diese amerikanische Demokratie? Die Engländer, die Amerikaner, nein, die Jesuiten haben damals aufgrund dieser Befreiungstheologie Zugeständnisse machen müssen und haben sagen müssen, wir müssen hier dafür sorgen, dass wir eine Demokratie installieren und dann müssen wir halt von Anfang an die Demokratie beherrschen, um dafür zu sorgen, dass wir später unter die Fittiche von Rom zurückkehren, weil das war von Anfang an die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Amerika unter die Fittiche von Rom zurückkommt. Deswegen spricht man auch in Offenbarung 13 von zwei Biestern, von zwei Tieren. Das erste Tier, der Vatikan aus dem Wasser, und das zweite Tier, Amerika, aus der Erde. Ja, eine unbevölkerte oder beinahe komplett unbevölkerte Gegend auf dieser Erde, aus der das zweite Tier, das zweite Biest oder die zweite Bestie heraufkam. Und am Ende, in der Offenbarung 17 und so weiter, spricht die Bibel ja nur noch von einem Biest. Also wird es wohl eins dieser Bestien wird dann wohl irgendwo dran glauben. Ja, und die Zeit kommt. Die Zeit der Verfolgung in den Vereinigten Staaten von Amerika kommt und ist schon ganz schön vorangeschritten. Dazu haben wir 9/11 gehabt, um da jetzt auch nochmal drauf einzugehen. 9/11, der 11. September 2001, war ein Datum, in dem in Amerika die Geschichte auf einmal total verändert wurde, ohne dass die meisten Menschen es überhaupt begriffen haben. Und die meisten verstehen es heute noch nicht, weil die wissen gar nicht, wofür 9/11 eigentlich dafür da war. Aber 9/11 war dafür da, um dafür zu sorgen, um die letzten Schritte zu gehen, um das protestantische Amerika unter die Fittiche von Rom zurückzubringen. Genauso wie wir es in Europa heute haben, dass wir mit unserer Europäischen Union unter den Fittichen von Rom auch schon wieder sind. Habe ich doch ein Bild vorbereitet von der Europäischen Union. Seht mal, hier. Ne? England so schön als Englisch dann noch raus. Brexit, die sind da inzwischen von ausgetreten. Und dann haben wir hier das wiederhergestellte römische, heilige römische Reich. Ja? Mit diesem kleinen weißen Fleck da drin, das ist Schweiz. Ne? Das hat einen anderen Hintergrund, da spreche ich jetzt nicht drüber. Aber wir haben dieses wiederhergestellte Reich. Und genau darum geht dieses Video, in dem wir jetzt weitersprechen, wenn ihr jetzt endlich mal weiterkommt, endlich mal dazu kommt, weiterzulesen. Aber ich kann mich in dieser Geschichte immer wieder so verfransen. Ich finde das einfach zu schön, um da immer noch mal von zu sprechen und die Zusammenhänge versuchen, deutlich zu machen. Hat das auch dir ein wenig geholfen im Verständnis, Viktor, was ich jetzt gerade so die letzten 10 Minuten gebrammelt habe? Oder? Nee, aber also das hat mir auf jeden Fall doch auch immer auch weitergeholfen, nochmal dieses Verständnis besser jetzt innerhalb jetzt dieses Textes auch noch besser aufzunehmen. Prinzipiell, ja, schweifst du natürlich manchmal ein bisschen aus, aber ich denke, das ist an dieser Stelle auch auf jeden Fall gerechtfertigt, weil wir wollen ja auch nochmal, ja, auch wirklich anhand dieses Werks vom Autor auch nochmal offenlegen, speziell auch natürlich mit auch in diesem Kapitel kann man natürlich auch schöne Rückschlüsse auf unsere heutige Zeit ziehen und natürlich dann nochmal so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund dann natürlich auch darf nicht fehlen, muss natürlich dabei sein, ne? Geht nicht anders. Ja, und es ist natürlich nicht so, dass jeder, der dieses Video schaut, all die anderen Videos geschaut hat und daher auch denselben Wissensstand hat. Also habe ich nur versucht, in Kürze darauf ein wenig einzugehen, um den geschichtlichen Hintergrund zu beleuchten,
dass Leute verstehen die Dinge, die ich sage, aufgrund von so vielen anderen Studien und anderen Lesungen, die ich ja schon gemacht habe. Ich kann ja hier jetzt heute nicht in diesem Video das ganze Buch Herrscher des Bösen zusammenfassen. Aber da steht eben, das ganze Buch geht um die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika eben in diesem Punkt. Also schön, dass du mir zustimmst, dass das nötig war. Dein initielles Nein nehme ich mal als Versprecher. Nein, ich meine jetzt, das war bezogen auf das Gebrabbel. Nein, das ist natürlich in dem Sinne kein Gebrabbel, sondern schon treffend und ich stimme dir da auf jeden Fall zu, wenn man mal da ein wenig den Bogen weiterspannt, das ist völlig legitim. Das mit dem Gebrabbel meinte ich auch ein bisschen sarkastisch, das darf man ja auch mal sein. Gut. Ja, war das. Okay, dann lesen wir mal weiter. Also, nur wenige wissen, wie intensiv der Hass offizieller römisch-katholischer Wortführer auf die amerikanische Demokratie ist. Also habe ich gerade erklärt, warum die römisch-katholischen Wortführer diesen Hass haben, obwohl sie sie selbst ins Leben gerufen haben, diese amerikanische Demokratie. Aber es war nötig. Dieselbe Jesuitenzeitschrift America, die sich als einflussreichste katholische Zeitschrift in den Vereinigten Staaten ausgibt, was sie übrigens auch ist, veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 17. Mai 1941, 6 Monate vor Pearl Harbor, folgendes. Jetzt könnte ich noch mal eine halbe Stunde abweichen. Ich glaube es dir. Ja, es ist, also da sind sicherlich sehr viele Reibungspunkte, ne, wo man Überschneidung, Überlappung auch mit vorigen Buchlesungen oder allgemein, ne, was die Geschichte da nicht alles hergibt. Ja, na, aber Pearl Harbor, also gestatte mir, dass ich zumindest die kleine Bemerkung mache und den Rest können die Menschen ja selber nachforschen. Gerne, ja. Aber von Pearl Harbor ist bekannt, dass Pearl Harbor eine False Flag Organisation war, also ein False Flag Anschlag, ein Anschlag unter falscher Flagge, ein Anschlag, der den amerikanischen Geheimdiensten und Regierungsinstanzen weit, weit vorher bekannt war. Der Präsident Roosevelt war davon unterrichtet, dass Pearl Harbor stattfinden würde. Es sind auch die modernsten und besten Schiffe aus Pearl Harbor vorher, zwischen Anführungszeichen, evakuiert worden. Die haben die Japaner damals nicht bebomben können. Und in diesem Papier NPAC, New Pact for an American Century, das die Neokonservativen 1999 in Amerika veröffentlicht haben, wo es um die Verteidigungsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika im 21. Jahrhundert geht, steht deutlich drin, dass zur Erreichung ihrer Ziele sie ein zweites Pearl Harbor nötig haben. Und guck da, nach 2 Jahren fallen die WTC-Türme auf einmal in sich in Staub zusammen, angeblich durch 2 Flugzeuge von 19 Kamel-Jockeys, die da mit irgendwelchen Flugzeugen reingeflogen sein sollen, die kein Mensch vorher gesehen hat und wovon einige hinterher komischerweise auch immer noch in Saudi-Arabien und sowas gelebt und gearbeitet haben und noch quickfidel waren, wie man so schön sagt. Aber in diesem NPAC-Papier von 1999 steht ganz deutlich drin, dass zur Erreichung ihrer Ziele die amerikanische Regierung rechnet auf ein zweites Pearl Harbor. Und das haben sie mit 9/11 2001 auch bekommen. So, 17. Mai 1941, 6 Monate vor diesem Pearl Harbor, sagt die Zeitschrift America hier, Zitat, wie wir Katholiken diese Luzifer-Zivilisation, ja, und da sprechen sie natürlich jetzt von den USA, wie wir Katholiken diese Luzifer-Zivilisation verabscheut und verachtet haben, diese Reaktionalismus-Kreation jener kleinen Männer, die sich weigern, das Knie oder den Kopf zu beugen, wenn sie höherer Autorität unterworfen sind. Also mit anderen Worten, die sich weigern, auf die Knie zu fallen, oder den Kopf zu beugen, wenn sie vorm Papst stehen. Heute werden amerikanische Katholiken gebeten, ihr Blut für diese besondere Art der säkularen Zivilisation zu vergießen, die sie 4 Jahrhunderte lang heldenhaft zurückgewiesen haben. Diese Zivilisation wird jetzt Demokratie genannt. Und es wird angeregt, dass wir die Amis erneut nach Europa schicken, um sie zu verteidigen. Lohnt es sich wirklich, sie zu verteidigen? Was wird das Ergebnis davon sein?
Alle Yankees in Amerika werden es nicht vor dem Zerfall bewahren. Wenn kein Wunder geschieht, ist es zum Scheitern verurteilt. Endgültig und unwiderruflich. Die neue Ordnung in Europa oder auch die neue Ordnung der Welt, kann man auch lesen, wird entweder ein Nationalsozialismus oder ein britischer Totalitarismus oder eine Kombination aus beidem sein. Das sagt die Stimme des Drahtziehers aus der Zeitschrift America ein halbes Jahr vor Pearl Harbor. Die amerikanische Demokratie zerfällt und bröckelt von innen. Ja, ich muss wieder mal kurz einen Kommentar geben. Wenn ihr den Eid der amerikanischen Präsidenten kennt, wenn die antreten zu ihrem Amt, dann schwören sie, dass sie das amerikanische Volk und die amerikanische Nation verteidigen werden gegen alle Feinde von außen und von innen. Es sind die Feinde von innen, die Amerika von Anfang an überhaupt erst errichtet haben und die es kaputt machen. Und von daher dieser Satz, die amerikanische Demokratie zerfällt und bröckelt von innen, ist hundertprozentig richtig. Er ist 100% basiert auf dem, wo Amerika überhaupt drauf gebaut ist. Es ist gebaut auf Sand. Und Jesus Christus hat gesagt, dass man bauen soll auf Stein, auf einen Fels, am besten auf ihn, der der beste Fels ist. Und ein Haus, das gebaut ist auf einem festen Fundament, das wackelt nicht, wenn der Wind bläst, das fällt nicht um. Aber ein Haus, das gebaut ist auf Sand, das hat eher die Möglichkeit wegzufallen. Und die amerikanische Demokratie ist auf Sand gebaut und zerfällt und bröckelt von innen. Müdigkeit, Desillusionierung, Ekel, die unerträgliche Spannung in der Gesellschaft, die Angst vor dem Krieg und die Angst vor dem Bankrott, das Fehlen von Sicherheit, die technologische Revolution, die weit über die Instrumente der sozialen Kontrolle hinausgeht, tief verwurzelter anarchistischer Hass auf eine soziale Ordnung, die zu lange das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, den Aufstand der Massen und die Nivellierung aller Werte, also das Gleichschalten, das Fehlen jeglicher gemeinsamer ethischer Grundlage verleugnet hat, das sind nur einige der vielen Faktoren im Niedergang, die jetzt auf uns warten. Führung in dieser Krise ist nicht von den Laien zu erwarten. Sie wird auch nicht von der Basis der katholischen Pyramide, also der Hierarchie, übernommen, sondern sie wird von der Spitze übernommen. Nicht von der Basis, sondern von der Spitze. Keine Grassroots-Bewegung, keine Bewegung von unten heraus, sondern top-down, von oben nach unten. Kontrolle. Die christliche Revolution, die katholische Revolution wird beginnen, wenn wir uns entschließen, aus der bestehenden sozialen Ordnung uns herauszulösen, anstatt mit ihr begraben zu werden. So muss man diesen Satz lesen. Die katholische Revolution wird beginnen, wenn wir uns entschließen, aus der bestehenden sozialen Ordnung uns herauszulösen, anstatt mit ihr begraben zu werden. Ja, und diese katholische Revolution hat ihren Höhepunkt bis jetzt gefunden in 1981. Damals, 1981. Was ist denn 1981 passiert? Ja, ich kann nicht anders. Das ist eine Krankheit von mir. Ich muss hier mal wieder ein anderes Bild suchen und ich muss noch mal eben abschweifen auf 1981. Wenn wir dieses Bild hier uns mal anschauen, das ich jetzt hier ganz groß mit reinmache, das ist ein Foto von der Vereidigungsfeier des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Vom Weißen Haus Balkon oben fotografiert auf nach unten, auf den Balkon, wo er steht. Und wenn ihr ganz gut schauen könnt, dann schaut in die Ferne. Ich mache das nochmal ein bisschen größer und ziehe das dann dichter ran. Dann seht ihr, noch ein bisschen größer vielleicht, dann ist es zwar ein bisschen unscharf, aber dann was seht ihr da hinten stehen? Das ist das Washington Monument. Das ist der zweitgrößte Obelisk auf dieser Welt.
der da in den Vereinigten Staaten von Amerika in Washington steht. Und als Ronald Reagan in sein Amt eingeführt wurde 1981, hat er ein Zeichen gesetzt mit seiner Einführungsfeier, von dem alle eingeweihten Jesuiten und Katholiken weltweit wussten, was dieses Zeichen zu bedeuten hat. Nämlich, Ronald Reagan war der erste amerikanische Präsident, der bei seiner Einweihungs... Wie habe ich das gerade eben gesagt? Bei seiner Feier zur Ernennung, bei seiner Ernennungsfeier, bei seiner Ernennungszeremonie die Ostseite des Weißen Hauses betreten hat und auf diesen Phallus, auf diesen Obelisk geschaut hat. Und das abgesprochene Zeichen, das jeder initiierte Jesuit und Katholik von hohem Range wusste, war, wenn ein amerikanischer Präsident dieses Zeichen setzt, bei seiner Amtseinführung auf den Obelisk zu schauen, dann ist das ein Zeichen, dass die Jesuiten alle protestantischen Kirchen in Amerika kontrollieren. Das heißt, die amerikanischen protestantischen Kirchen sind dem Namen nach protestantisch, aber nicht mehr ihrer Handlung nach. Sie sind nach dem Motto, auf dem Weg von de facto zu de jure Kirchen zu gehen. Sie sind im Rahmen des Ökumenismus, der anfing am Zweiten Vatikanischen Konzil 1963 bis 65, unter die Fittiche von Rom zurückgekehrt durch Infiltration der Jesuiten. Und Ronald Reagan, der den Obelisken entgegentritt in seiner Einweihungsfeier, hat damit das Zeichen gesetzt, dass international alle Eingeweihten wussten, was Sache ist. Das könnt ihr glauben, das könnt ihr nicht glauben. Ich rate euch an, wenn ihr es nicht glaubt, dann forscht es selbst nach. Es gibt genügend Stellen, wo man das rausfinden kann. Einige Zeit später hatte Ronald Reagan eine Audienz mit dem Papst. Auch da gibt es ein Foto von. Das sehen wir hier. Damals Antichrist Johannes Paul II. Wie weit sind wir denn überhaupt schon? Schon 51 Minuten. Ich verplapper mich hier. Und bei dieser Audienz nicht, aber dieses Foto ist da natürlich sehr schön für, um das zu gebrauchen. Aber Ronald Reagan, und ich weiß das daher, weil mir Tom Fress das mal gesagt hat, dass er das in einem Buch gelesen hat, nur ums Verrecken findet er das jetzt nicht mehr, wo das drin steht, oder es war auf, online und steht da nicht mehr drin. Aber es gab private Berichtgebung von der Audienz von Ronald Reagan beim Papst. Es gibt ja immer offizielle Berichtgebung und es gibt auch inoffizielle Berichtgebung. Und bei einer dieser inoffiziellen Berichtgebungen stand darin, dass Ronald Reagan in diesem Augenblick zu dem Papst gesagt haben soll: Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Holy Father, I give you my country. Das ist vielleicht abwegig, wenn man es einfach so hört, aber wenn man das zusammen mit dem Foto sieht, was wir hier vorgesehen haben, und das Verständnis hat, dass in dem Augenblick alle protestantischen Kirchen zurück unter die Fittiche von Rom gekehrt sind, dann ist das auf einmal gar nicht mehr so abwegig. Und Ronald Reagan ist auch nicht der Erste, der dem Papst genau diesen Eindruck gibt, der dem Papst sagt: Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wer das war, aber ich weiß noch von einem anderen Fall, in dem das so war. Bei Ronald Reagan war es also auch so. Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Tja, das will man eben sehen. Na, die anderen Bilder von Reagan, die brauchen wir jetzt hier nicht. Die katholische Revolution wird beginnen, wenn wir uns entschließen, aus der bestehenden sozialen Ordnung uns zu lösen, anstatt mit ihr begraben zu werden. Und genau das haben die Jesuiten auch getan. Die Jesuiten sind ja auch mit Papst Franziskus über ihre bisher gesteckten Grenzen hinausgegangen und haben ihr Versteck mehr oder weniger verloren, also verlassen
und sind mehr offiziell in Wirkung getreten für eine Geheimorganisation. Genau das, was Sie hier ankündigen. Wenn wir uns entschließen, aus der bestehenden sozialen Ordnung zu lösen, anstatt mit ihr begraben zu werden. Ja, dass die Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert werden von der römisch-katholischen Kirche und was das im Ganzen noch heißt oder beinhaltet, das möchte ich euch mal hier eben in diesem Bild zeigen. Es geht hier um ein Zitat, das ich mal eben groß ins Bild holen möchte, das 1903 gemacht wurde von dem Erzbischof James Quigley. Dieses Zitat wurde damals veröffentlicht in einer Zeitung. Mal eben gucken, in welcher. Ich habe das hier stehen. Ich weiß jetzt nicht, ist sie auswendig. Das steht hier. Das Zitat ist von der Chicago Daily Tribune, 5. Mai 1903. Und das Zitat lautet: Innerhalb von 20 Jahren wird dieses Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Welt regieren. Könige und Kaiser werden vergehen und die Demokratie von den Vereinigten Staaten wird ihren Platz einnehmen. Wenn die Vereinigten Staaten die Welt regieren, dann regiert die römisch-katholische Kirche die Welt. Bam! Denk da mal drüber nach in einer ruhigen Minute. Erzbischof James Quigley, 1903. Wenn die Vereinigten Staaten die Welt regieren, dann regiert die römisch-katholische Kirche die Welt. Geschichte kann so faszinierend sein, ne? Das hättet ihr euch sicher nicht geträumt, als ihr in der Schule auf der Schulbank die Schulbank gedrückt habt und euch gelangweilt habt in diesen dämlichen Geschichtsunterrichten. Was man aus Geschichte nicht alles rausholen kann, wenn man die wirkliche Geschichte studiert, wenn man das studiert, was hinter dem Vorhang passiert, wenn man den Drahtziehern auf die Schliche kommt. Ja, wir sind beinahe bei einer Stunde. Ich finde das einen wunderschönen Moment, um mit diesem Video hier abzuschließen. Ich meine, natürlich müssen wir noch ein paar Sitzungen machen, bis wir hier durchkommen. Aber ich habe jetzt keine Lust, diesen nächsten großen Absatz noch anzufangen. Ich denke, mit der Zeit, die wir bis jetzt damit verbracht haben, ist das ein schöner Moment, um hier einen Schlusspunkt drunter zu setzen und dass wir nächstes Mal in der zweiten Lesung fortfahren, in dem 4. Kapitel, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Und ich möchte natürlich gerne Viktor zum Abschluss noch das Wort geben. Bitte, Bruder. Ja, vielen Dank, Bruder. Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Nochmal ganz kurz, also falls du mal immer da und hier etwas ausschweißt, also von meiner Seite kann ich jetzt nur sagen, höre ich mir gerne die Wahrheit häufiger und ja, gerne auch wiederholend mal auch gerne an. Das ist mir wesentlich lieber als diese ständigen Lügen und dieser Betrug und die Täuschung, die ja uns, glaube ich, alle mehr oder weniger umgibt, der wir unterliegen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wünsche allen und dir, Jörg, noch eine gute Zeit. Tschüss. Ja, tschüss, Viktor. Bis zum nächsten Mal. Ich lade dich sicher wieder ein und dann wirst du auch bei der nächsten Lesung dabei sein, wenn wir fortfahren in dem tollen Buch, das dank sei dir überhaupt erst in Deutsch zur Verfügung steht, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Eine Geschichtsstunde, in der ihr mehr lernt als in 5 Jahren Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium. Das behaupte ich jetzt mal so. Möge Gott in der Zwischenzeit euch behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Maranatha.